Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum, nachdem wir im letzten Part, noch uns das Gefängnis von Pyrithos angeguckt haben, sind wir dann hier nach Emeritae aufgebrochen. Und was finden wir hier? Eine idyllische Stadt. Sehr, wie soll man sagen, naturverbunden. Und da drüben gibt es ein Item, wo wir auch irgendwie mal hinkommen wollen. Die Frage ist nur, wie wir dorthin kommen. Wir gucken uns erstmal hier oben um. Hier oben gibt es einen tollen Wasserfall. Dann gibt es hier einen älteren Trainer wahrscheinlich. Und einen weiteren Wasserfall, der das Wasser nach unten befördert. Bini, Schwalbini! Okay. Seht ihr? Mein Schwalbini bringt mir jeden Tag von irgendwoher neue Beeren. Eine davon werde ich euch vorab geben. Yippie! Wir haben eine Prunusbeere erhalten. Oder Prunusbeere, besser gesagt. So, dann haben wir also hier die luftige Aussicht genossen. Hier geht's... Nein, hier geht's nicht lang. Genau, Jasmin, leg mal den Rückwärtsgang ein. Dann gucken wir mal in dieses Häuslein hier. Ja, ich bin vollkommen aus dem Häuschen. Ah, was haben wir denn hier? Ich bin die Pensionsleiterin. Ich kann Pokémon für dich großziehen. Soll ich eines deiner Pokémon aufziehen? Nein. Komm einfach wieder, wenn du noch einmal ein Pokémon in Pflege geben möchtest. Also hier gibt es sozusagen auch eine Pension, da werden die Pokémon halt für dich gelevelt. Allerdings werden dann auch manchmal die Attacken überschrieben und so. Hallo, ich bin der Namensbewerter. Ich bin das Orakel der Namen. Ich würde mich freuen, wenn die Kosenamen deiner Pokémon, die Kosenamen deiner Pokémon bewerten zu dürfen. Ich verstehe. Okay. Also hier könnte man die Pokémon ja doch umbenennen. Okay, das sollte ich irgendwann, wenn ich Part 1 veröffentliche, mal machen. Ja, es ist bald soweit. Es ist bald soweit. Irgendwann Anfang Juli sollte das sein. Nicht am 1.7., da wird Tomb Raider 5 veröffentlicht. Da ist es schon veröffentlicht. Ja, aber das ist ja Jasmin. Das ist schon lange her. Und der nette Junge, ist das etwa dein Freund? Ach, ich verstehe. Du willst Zaphos deinen Freund vorstellen, nicht wahr? Na, dann will ich dir auch meinen Freund vorstellen, Jasmin. Hier, schau, mein Freund ist das Magnain hier. Magna, Magna! Magna! Okay. Magna! Oder Magna! So, da haben wir hier ein Loturzel. Mit einer Holden. Loturzel! Und eine Holdemaid. Die meisten Pokémon werden euch sehr dankbar sein, wenn ihr sie für eine Weile bei der Pensionsleiterin in Pflege gebt. Wie wäre es, heute nicht einmal ein Pokémon versuchsweise in ihre Obhut geben? Könnte man machen. Ja, das ist ein Feature ab der zweiten Generation. Ja, ab der zweiten Generation gibt es das. In der ersten gab es das noch nicht. Deswegen gucken wir hier oben erstmal weiter. Nanu, du bist ja Jasmin. Doch, tatsächlich, du bist es. Aber, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, warst du noch so klein und jetzt bist du eine richtige Schönheit geworden. Aber ich, aber ich, also wirklich. Aber genug geschätzt, Zaphos macht sich wirklich Sorgen. Geh schnell zu ihm. Zaphos? Achso, ja, da sollten wir auch noch hin. Zum alten Kerl. Achso, da sind die Eltern. Die Großeltern. Großvater Zaphos. Großvater Yola. Ich habe euch so vermisst. Warte mal, wer war jetzt? Oh, Jasmin. Gut, dass du hier bist. Wir haben uns Sorgen gemacht. Erst heißt es, du kommst und dann kommst du einfach nicht. Schön, dass du endlich wieder da bist, aber sag... Wo hast du dich nur herumgetrieben? Großvater, es war schrecklich. Auf dem Weg hierher haben mich so komische Typen entführt. Und dann hat mir Francine geholfen. Er kam ganz zufällig vorbei. Das ist ja... Danke, dass du unserer Enkelin geholfen hast. Aber wieso sollte jemand unserer Jasmin schaden wollen? Ich denke, das war, weil ich diese seltsamen Pokémon gesehen habe. Genau, Krypto-Pokémon, echte Kampfmaschinen, die von einer dunklen Aura umgeben sind. Krypto-Pokémon? Was ist das denn schon wieder für ein... Das sind, Hilfe, es gibt Ärger im Wald!
Sophus, es ist schrecklich. Freunde, im Heiligen Wald. Was? Was sind das für Kerle? Was hält denen ein? Das... Die haben mich einfach weggestoßen. Hört mal, reden können wir später. Ich muss los. Okay, was ist hier los? Actionmusik? Unglaublich. Das Fremde im Heiligen Wald eindringen. Aber noch viel schlimmer. Ich mache mir Sorgen um deinen Großvater. Jasmin, ihr solltet ihn folgen. Schließlich braucht er uns Hilfe. Okay. Actionmusik, aber... Moment, was sagt das TV? Also hier die neuesten Pokémon-Nachrichten. Wir bringen die aktuellsten Nachrichten. Die Queen, der die Kontrolle über Peritos an sich gerissen hatte, ist nach seiner Niederlage im Kampf spurlos aus der Stadt verschwunden. Aus sicherer Quelle wird berichtet, dass dies auf die Aktivitäten von zwei Jugendlichen zurückzuführen ist, die quasi aus dem Nichts in der Stadt auftauchten. Nach dieser jüngsten Entwicklung wird allgemein erwartet, dass sich Peritos bald in eine friedliche Stadt zurückverwandeln wird. Das war's soweit von diesen Punkt 12 Nachrichten. Ich wusste gar nicht, dass ich die Stimme so hoch noch sprechen kann. So. Okay. Das war wohl damals so, dass man als Liebespaar trotzdem noch getrennte Betten hatte? Okay. Getrennte Betten ist doch doof. Lieber ein schönes großes zusammen, oder? Da könnte man ja sonst immer mit runterfallen. Also die Musik hat sich wieder beruhigt. Warum hat sich die Musik beruhigt? Ja, wahrscheinlich aufgrund der Nachrichten. Das kann ja auch sein. Das Gute ist halt, dass man sich in Spielen immer noch wunderbar Zeit lassen kann. Deswegen gucken wir mal hier rein, was ein Pokémon-Supermarkt sein sollte. Genauso sieht es aus. So, was können wir denn hier kaufen? Einen Hypertrank, Supertrank. Ach ja, alles klar. KP Plus hebt die KP. Hebt den Angriffswert, das Protein, das Eisenverteidigungswert, Carbon-Init-Wert, Calcium-Spezangriffswert, Zink-Spezverteidigungswert. Ja, eine Essenz, die Pokémon etwas mögen, Glücksei, die Pokémon mögen und sehr mögen. Ach, warte mal, wie war denn das? Ich glaube, diese Eier waren doch dazu gut, um... Konnte man da nicht dieses verschlossene Zeug da irgendwie ein bisschen niedriger machen? Also... Den Verschließbalken. Was ist denn das hier für ein Krach? Da kann man ja gar nicht mehr in Ruhe einkaufen. Ja, gut, wenn du da unbedingt Ruhe brauchst bei. Ich glaube, da ist wieder eine Gruppe von Besuchern eingetroffen. Ob das wohl wirklich Touristen sind? Na gut, also. Wir gucken uns noch weiter um hier. Was ist los? Was ist das? Ich spüre, wie mein Blut in Wallung gerät. Also, das ist, weil diese attraktive junge Frau, da wandert das Blut auf einmal dahin, wo ich es schon lange nicht mehr hatte. Okay, gut, too much information, aber egal. Ich finde dieses Dorf aber sehr schön, so schön idyllisch und so. Okay. Ach, Jasmin, und hast du Sophos schon getroffen? Was? Eindringlinge im Heiligen Wald? Das ist ja schrecklich. Wo-in, genau. Ich habe sie erst für einen Warlord gehalten, aber ja, es ist ein Wo-in genau. Nummer 200 war, glaube ich, das Pokémon. Ne? Oh, du bist doch... Was? Moment. Oh, du bist doch Jola, die Frau von Sophos. Nein, wer warst du gleich wieder? Vielleicht die Enkelin? Könnte das zufällig hinhauen? Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. So, ach komm. Ja, Jasmin, du kannst natürlich nicht um die Ecke laufen. So, was hast du zu sagen? Ein paar seltsame Typen sind in Richtung Wald verschwunden. Sophos ist ihnen in den Wald gefolgt, aber was ist da eigentlich los? Keine Ahnung. Ja doch, man kann sich ja schon denken, was los ist. Und oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier Schönes? Ah, ein paar Items. Wusste gar nicht mehr, dass sie hier hinten liegen. Zweimal Hyperball gefunden. Ja gut, einer reicht eigentlich aufgrund dieses schönen Glitches. Und einen Seidenschal. Einen Seidenschal. Moment, was machte der nochmal? Ich überschlage mich gerade mit der Stimme, aber ich bin auch gerade ein bisschen hyperaktiv, fällt mir auf. Aber okay, das ist ja nicht weiter schlimm. Gucken wir mal runter. Ein Seidenschal. Verstärkt Normalattacken. Das war das. Okay. Verstärkt Normalattacken. Alles klar. Ah, sieht das nicht wunderschön idyllisch aus? Ich hätte nur Bedenken, dass die Wurzeln irgendwann eine Wurzelsprengung vornehmen und das Wasser zu viel Erosion betreibt. Aber ansonsten
könnte man sich wohlfühlen, ja? Flemm, Flemm. Flemmli, halt. Was? Was? Fremde sind in den Heiligen Wald eingedrungen und Sophos hat sich auf den Weg dorthin gemacht? Dabei ist Sophos doch wirklich nicht mit der Jüngste. Hoffentlich passiert ihm nichts. Also das ist so, finde ich, so typisch Dorf. Etwas passiert und jeder weiß sofort Bescheid. Ich meine, ich habe nichts gegen Dorf. Aber das wäre nichts für mich, wenn er nur, naja, sagen wir es mal so, dreimal am Tag einen Bus fährt. Da ich auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen bin, ist das schon ein bisschen blöd. Und hier fahren wenigstens alle 15 Minuten öffentliche Verkehrsmittel. Weil jetzt muss ich nur mal überlegen, wie kam ich denn hier runter? Ach, hier. Dieser steile Abstieg und irgendwo konnte man noch... Ja, genau. Das war doch auch das, was ich gesehen hatte, oder? Nee, war es das? Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, wir machen ja eine Erkundung dieses Ortes. Und wir haben eine Flinkklaue, das erhöht die Erstschlagsgarantie. Wir können auch gerne nochmal nachgucken. So. Item. Klammer auf, tragen, Klammer zu, hebt die Erstschlagquote. Apropos, ich fand das immer so witzig in Ethikphilosophie. Ein Dozent, der hat das wirklich immer so gesagt als Nebenbemerkung, Klammer auf, Klammer zu. Ich fand das so witzig irgendwie. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich ihn am Wochenende gesehen. Also, alle, die in Halle Ethik und also hier an der Uni in Halle, also an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Ethik, Philosophie oder sowas studieren, die werden schon mal bei einem Dozenten Vorlesungen gehabt haben. Und bei ihm ist auffällig, er trägt immer einen roten Pullover. Warte mal, da hinten geht's ja noch irgendwo lang, oder? Also, wer den Namen hört, irgendwas mit, warte mal, Schnöpf hieß er, glaube ich, mit Nachnamen. Genau. Und das Witzige ist echt, der trägt immer einen roten Pullover. Das ist irgendwie sein Markenzeichen und daran erkennst du ihn. Das ist so witzig. Aber der hat gute Vorlesungen gemacht. Ich glaube sie, wir haben den EP-Teiler. Herrlich, 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 herrlich. Coole Sache. Also, warte mal. EP-Teiler. Moment, den müssen wir sofort... EP-Teiler. Moment, wen geben wir den EP-Teiler? Wir werden nämlich gleich Kämpfer haben, bin ich der Meinung. Deswegen hier, Psyana, müsste mal ein bisschen was zum Tragen haben. Also, dann machen wir uns da jetzt auf in den Wald. Jetzt haben wir hier nämlich alles erkundet an Items. Auch. Also, das gehört ja auch dazu. Also, ich schneide das meistens auch nicht raus. Deswegen, das ist so live. Ob das nun gut oder schlecht ist, soll ja jeder für sich entscheiden. Aber ich möchte halt alles möglichst nachvollziehbar machen. Jasmin, du kommst schon irgendwann noch hinterher. Es sei denn, ich verursache jetzt einen Glitch. Aber ich denke mal nicht, dass dem so ist. Also hinein in diese Höhle und dann sollte Jasmin wieder da sein. Ach, wen haben wir denn da? Kling! Was? Schon wieder Störenfriede? Der Geist eben hat mich nur geschafft, weil ich unvorsichtig war. Aber ich mache es nicht so einfach. Okay. Kryptoknecht Nelly. Hallo Nelly Furtado. Was sucht Nelly Furtado schon wieder hier? Seemops und... Kanyanma. Warte mal, das ist ein Unlichtwasserviech. Und das andere ist auch ein Wasserviech. Also, was machen wir denn da am dümmsten? Erstmal kein spezieller Blick. Also, es gibt keine Kryptos. Alles klar, dann rufen wir mal ein anderes Pokémon. Vati wird hier seinen Spaß haben. Und Makuhita werden wir auch mal in den Kampf schicken. Nein, Noctu, du wirst jetzt nichts machen. Nein! Pokémon. Makuhita, komm, du brauchst auch mal ein bisschen hier was. So muss das gehen. So ist der Shane. Um das mal so auszusprechen. Es gibt ja manche, die sagen nicht schön, sondern Shane. Gibt's echt. Aber na gut, ist er jetzt auch nicht so schlimm. Da haben wir Vati. Geheimpower. Ich hoffe mal nicht, dass es so viel abzieht. Es zieht zu viel ab, meiner Meinung nach. Surfer. Okay, also man merkt schon, die haben hier also für ein Spiel, was halt relativ frisch ist, da haben die schon alle einen hohen Level und gute Attacken. Das darf man nie unterschätzen. Ich habe echt Baumwollsaat. Okay.
So, Vati, auf dich mach... Quatsch. Donnerschock auf Seemops. Makuhita, du machst einen Kreuzhieb auf das Unlichtvieh. Warum ist das auch noch schneller? Ich weiß, dass es Rauhaut hat. Meine Pokémon sind gleich besiegt. Hallo? Ich hoffe mal, dass sich das gleich abändern wird. Denn ansonsten finde ich das nicht okay. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Kreuzhieb, du gehst bitte nicht daneben und haust mal richtig schön rein. Ah, zumindest das. Wunder, wunder, wunderbar. Ja, ich weiß, du wurdest vom Rückstoß getroffen. Ein paar EP. Oh, das wird knapp. Das wird eng. Natürlich. Danke für den Volltreffer. Das ich sag dazu nichts. Auch noch ein Doppel-K.O. Ey, ich glaube, es hackt hier. Okay. Tyrakrok, du kannst noch ein bisschen was gebrauchen. Und ja, hier. Psyana, du kannst auch noch ein bisschen was tun. Ja, diese Server, diese Spread-Attacken dann, das ist... Also diese Streuattacken, das ist... Naja, gut, wir haben ja ein Pokémon-Center in der Nähe. Okay. Ja doch, wir machen einen Biss und Psyana, du machst eine Konfusion und dann sollte das hier gegessen sein. Gucken wir doch mal. Und? Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir die jetzt besiegt? Und was hat sie zu sagen? Autsch! Seid doch nicht so grob! Kannst du denn nicht mal mit Gefühl so ein... Naja, du weißt schon. Wieso sind die Leute in diesem Dorf nur so stark? Ja, renn weg. Genau. Obwohl, die rannte gerade so weg wie... Was? Frauen doch nicht nur Blätter und Rosenduft? Oh Gott! So rannte die gerade weg. Na gut, also, haben wir erstmal ein bisschen Emerite erkundet. Und dadurch, dass wir das erkundet haben und schon mal den ersten Kampf in diesem heiligen Wald bestritten haben, werden wir diesen Part auch an dieser Stelle beenden. Und ich hoffe, euch hat dieser Part soweit gefallen fürs Zusehen. Danke ich euch allen und deswegen sage ich, im nächsten Part von Pokémon Kolosseum sieht man sich.